Analapsis-Operation ist der häufigste Eingriff oder der häufigste Notfalleingriff in der Proktologie. Das ist natürlich ein sehr schmerzhaftes, entzündliches Geschehen am After und der Patient oder die Patientin kann nur durch die Operation geheilt werden. In diesem Video führe ich Sie virtuell durch den gesamten Prozess durch. Mein Name ist Dr. Eduard Karsten und herzlich willkommen in Wuppertal, heute tatsächlich bei uns im Eingriffsraum. Analapsis. Also Analapsis ist tatsächlich eine Entzündung am After, sehr schmerzhafte Entzündung, die aufgrund einer entzündeten Afterdrüse sich entwickelt. Das ist so in den meisten Fällen durch diese Afterdrüse die Entzündung, die Bakterien und die Entzündung gehen etwas in die Tiefe. Es kommt zu einer Entzündung im tieferen Gewebe und es steht natürlich so eine Eiterbeule, also Eiteransammlung und das ist eigentlich der gesamte Abszess. Wenn dieser Eiter nach außen perforiert und wenn wir tatsächlich vom Abszess hier einen Gang Richtung Enddarm haben, nennen wir das auch ein Analfistel. Wie ich schon im Intro erwähnt habe, es gibt nur eine einzige Lösung, es ist die Operation. So. Diese Eingriffe werden oft als Notfalleingriffe durchgeführt, deswegen auch die Vorbereitung und die lange Vorbereitung entfällt. Ne? Das heißt, wenn wir eine Indikation zu dieser Operation gestellt haben und sie narkosefähig sind, ja, und operationsfähig sind, dann wird die Operation so schnell wie möglich durchgeführt, weil sie einfach starke Schmerzen haben. Die Operation erfolgt mit einer Narkose. Die lokalen Betäubungsmittel wirken im stark entzündlichen Gewebe einfach nicht. Das bedeutet, dass Sie nüchtern sein müssen und dass Sie eine Abholung organisieren. Nach einer ambulanten Operation mit Narkose dürfen Sie nicht alleine aus der Praxis gehen, auch wenn Sie sich gut und fit fühlen. Das hat einfach juristische Gründe. Sie kommen bei uns in den Eingriffsraum, ne? Sie werden auch entsprechend gelagert und dann werden Sie diese Narkose bekommen. Das bedeutet für Sie, dass Sie schlafen werden, Sie werden die Operation nicht mitbekommen, Sie werden auch keine Schmerzen haben und Sie werden während der gesamten Prozedur von einem sehr erfahrenen Anästhesisten mit seinem Team betreut. Das ist einfach die höchstmögliche Sicherheit für Sie. In der Operation eröffnen wir die Abszesshöhle. Das bedeutet, wir sprechen vom Enddeckel. Das heißt, wir öffnen die Abszesshöhle und machen die Abszesshöhle, die tatsächlich auch oft entsteht, einfach mal sauber. Das heißt, Eiter kann abfließen, die Entzündung kann abfließen. Und in dieser Operation gucken wir mit einer sehr, sehr feinen Sonde, ob eine Fistel vorliegt. Wenn eine Fistel vorliegt, ne, das heißt, dass wir sondieren diese Fistel und dann legen wir einen dünnen Faden in den Fistelgang durch. Und dieser Faden wird locker verknotet. Man muss auch dazu sagen, dass dieser Faden in einem späteren Eingriff nochmal entfernt werden muss. Das ist eigentlich der im Groben der gesamte Ablauf. Wir prüfen natürlich die Wunde auf die Wundtrockenheit und dann legen wir den Wundverband. Ne, das heißt, die Wundfläche wird etwas locker austamponiert mit einer Art Mullstreifchen und dann wird eigentlich die Wunde nochmal dann äußerlich verbunden. Diesen Verband werden Sie zu Hause am nächsten Tag selbstständig entfernen können. Auch diese Wundtamponade kann problemlos herausgezogen werden. Nach dem Eingriff werden Sie in den Aufwachraum verbracht, ne? Da wollen Sie einfach die Narkose ausschlafen können, sich etwas erholen können, vielleicht auch was trinken können. Wenn Sie wieder mental da sind, gibt es auch natürlich ein Gespräch. Sie wissen, wie die Operation abgelaufen ist, ob eine Fistel tatsächlich da war oder vielleicht als keine Fistel, was Sie noch zu erwarten haben. Anschließend können Sie natürlich auch in Begleitung gehen. Vorher gehen Sie bitte an die Anmeldung, da bekommen Sie eigentlich Ihre Verordnung und auch die entsprechenden Rezepte und dann gehen Sie nach Hause. Das ist so, wenn Sie zu Hause sind und was gegessen haben, weil Sie auch nüchtern waren, nehmen Sie bitte die erste Tablette vom Schmerzmittel, damit Sie auch gar keinen Schmerz entwickeln. Und wir sehen uns natürlich dann am nächsten Tag zur Nachschau. So, das ist der gesamte Ablauf einer Abszessoperation bei uns in der Praxis. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann fragen Sie bitte. Dafür sind Sie einfach da. So, das ist der gesamte Ablauf der Abszessoperation. Vielen Dank, dass Sie dieses Video angeschaut haben. Ihr Dr. Eduard Karsten, danke.